Herzlich willkommen nach der Mittagspause, die wir hatten. Ich hoffe, euch geht es allen immer noch gut. Ich möchte euch Dino von Tarent vorstellen. Also er sagt, er ist der Dino. Er ist Softwarearchitekt und Trainer und von Herzen Go-Verfechter. Und genau, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch gleich erleben, weil er hält einen Vortrag, auf den ich sehr gespannt bin, auch wenn ich relativ wenig Ahnung davon habe, aber es hört sich ziemlich cool an. Serverless ohne Vendor Login, genau, eben das ist das Coole, mit Go. Ja, und mal schauen, was es dann gibt. Viel Spaß. Hallo. Ah. Genau, wie gesagt, ich bin der Dino von der Tarent. Das habe ich auch hier, genau. Ich Software-Architect, Product Owner, Academy Trainer, bin da jetzt relativ lange in der Firma. Mach Go, komme aus der Java-Ecke ursprünglich, Docker, Kafka, also Sachen, die neu sind am liebsten. Und das ist mein GitHub, da findet ihr auch tatsächlich das Beispiel, was wir später sehen werden. Tarent, Company Slide und so, machen viel Open Source und wir machen eine Academy, das heißt, wenn ihr so Schulungen haben wollt oder so, könnt ihr da mal schauen. Ich gebe da auch Go-Schulungen, erstaunlicherweise. So, die Agenda sieht so aus, dass wir erstmal so ein bisschen klären, was Serverless überhaupt bedeutet, alle so ein bisschen abholen. Dann betrachten wir die Programmiersprache Go als Serverless-Sprache, warum die dafür geeignet ist. Gucken, was Vendor-Login ist, was das in Cloud ist und warum das ein Problem ist. Dann sprechen wir über dieses ominöse Ding, was ich gleich benutzen werde, das Go Cloud Development Kit. Und das wird alles nicht ganz so lange dauern, da wird es einen relativ großen Teil Live-Coding geben und dann deployen wir, wenn das Internet mitspielt, live auf Amazon und Google und können direkt eine Internetseite mit File-Uploads und so benutzen im Internet. Falls das nicht geht, gibt es auch eine In-Memory-Lösung, die man dann auch sehen kann. Also irgendwie werden wir durchkommen. Genau. Das heißt, ich hoffe, dass die Aufteilung eher so ist, 50-50 Präsi Live-Coding, vielleicht eher weniger Präsentationen. Schauen wir einfach mal, wie wir durchkommen. Und falls Zeit ist, könnt ihr noch Fragen stellen. Ihr könnt aber auch zwischendurch Fragen stellen, habe ich kein Problem mit. So, Serverless, was ist das? Also Serverless, wir sehen hier schon mal so eine Cloud. Serverless bedeutet eigentlich nichts anderes, das Zeug, das ich irgendwie schreibe, ohne Server ausgeführt wird, Anführungsstriche. Das heißt konkret, das wird in die Cloud hochgeladen und dann kann ein Nutzer damit interagieren. Hier sehen wir irgendwie so ein Hello World in Go. Gut, damit kann man jetzt nicht interagieren, ist nur exemplarisch. Ein Cloud, gut, ohne Server gibt es natürlich nicht. Ne? Das ist ein Haufen Server, nur dass ihr keinen seht. Und das wird für uns wegabstrahiert. Das ist gut zu wissen, aber das Ziel ist natürlich, dass wir gar nicht drüber nachdenken müssen. Und dieses ganze Serverless-Angebot, was bei allen Cloud-Anbietern irgendwie, was es da gibt, teilt sich eigentlich in so ein paar unterschiedliche Aspekte auf. Die meisten Leute verstehen unter Serverless so Funktionen, Lambdas, Serverless, Cloud-Functions, wie auch immer das bei den Anbietern heißt. Es gibt aber so drei Kategorien eigentlich. Einmal diese Funktion, wie schon erwähnt, da wird einfach so eine einzelne Funktion von der Programmiersprache auf eine Nutzeranfrage oder ein sonstiges Event hin gestartet. Läuft in einer vordefinierten Umgebung, das heißt, da gibt es dann für Java irgendwie, weiß nicht, ob das ein Tomcat ist oder so, da läuft dann einfach der Schnipsel Java in einer definierten Umgebung oder für Go ist das schon alles konfiguriert, für PHP ist das schon konfiguriert oder so. Und wenn es das nicht gibt, dann kann ich es halt nicht machen mit meiner Programmiersprache. Das eskaliert automatisch, das heißt, wenn ich 1 Million Anfragen kriege, dann wird das halt von ganz, ganz vielen Funktionen parallel bearbeitet. Und wenn keine da ist, dann läuft auch keine Funktion. Und ich bezahle nichts. Schönerweise ist dann da auch keine Konfiguration notwendig oder vielleicht so ein bisschen clicky-bunti-Zeug in der Oberfläche. Da lade ich einfach meinen Code hoch, kriege einen Endpunkt, in dem er ausführbar ist, zum Beispiel, und der läuft dann. Also ist ein bisschen Konfiguration notwendig, aber viel weniger als bei den anderen Kategorien. Ich bezahle das dann pro Request oder Trigger und je nachdem, wie lange die Funktion läuft. Und wenn ich gar nichts benutze, dann habe ich auch keine Kosten. Ist, glaube ich, bei allen Cloud-Anbietern so. Dann gehen wir einen Schritt hoch. Applikationen, das ist sowas wie Funktionen, nur sind viele Funktionen. Das ist eine ganze Applikation, die deployed wird und braucht auch wenig Konfiguration, läuft auch in vordefinierten Umgebungen.
Das heißt, ich habe wieder zum Beispiel einen Tomcat oder was weiß ich. Ich tue da einfach meinen Jar-File für Java oder mein Go-Binary hoch. Das wird dann gestartet, weil der Cloud-Anbieter weiß, wie mit dieser Sprache umzugehen ist. Und das hat auch diese Vorteile von den Funktionen, wird automatisch skaliert, auch auf Null. Wenn ich keine Anfragen habe, läuft da gar nichts. Und wenn ich viele Anfragen habe, läuft da viel parallel. Nur, dass ich hier ein bisschen mehr Kontrolle über Ressourcen habe, wo ich bei einer Funktion einfach den Code hochlade und wenn mehr Anfragen sind, werden halt mehr Funktionen ausgeführt, wo ich höchstens ein bisschen Arbeitsspeicher konfigurieren kann in der Oberfläche, kann ich hier je nach Anbieter zum Beispiel Instanztypen definieren. Ich kann sagen, bitte lauf auf, wie heißen die Sachen, F1 Micro oder so und das bedeutet dann so und so viel Arbeitsspeicher und Prozessorzeug. Wenn ich weiß, dass meine Applikation viel CPU braucht, kann ich dann in so einer Datei eine Zeile reinschreiben, ich brauche jetzt diesen Computertyp. Ist für mich immer noch fast keine Konfiguration. Kann mir aber sicher sein, dass ich so und so viel CPU oder Speicher haben werde. Und wieder hier der Vorteil, keine Kosten, wenn man nichts nutzt. Der dritte Teil ist so ein bisschen schwer zu trennen beim Serverless-Angebot von anderen Angeboten. Da komme ich gleich zu. Das sind auch ganze Applikationen, die nutzen aber Container. Wer von euch weiß, was Container sind, außerhalb so von Mülltonnen oder so? Genau, viele Leute, cool. Das heißt, ich kann so einen Docker-Container oder ein Docker-Image da hochladen und da kann ich dann wirklich eine beliebige Umgebung nutzen. Bin ich darauf angewiesen, dass mein Cloud-Anbieter meine Programmiersprache in Version XY kann und ausführen kann, sondern kann da einfach mein eigenes Docker-Image definieren, das läuft. Und braucht auch entsprechend wenig Konfiguration, da brauche ich das Docker-Image und ansonsten ähnliche Konfiguration wie bei der Applikation. Da ein kleiner Nachteil, den es da gibt, der ist aber eigentlich nicht bei Design, sondern eher so von den Cloud-Anbietern, ist, dass ich bei manchen, vielleicht ist das jetzt auch anders, nicht auf Null skalieren kann. Das heißt, es gibt ein bisschen Kosten, wenn ich es nicht nutze. Häufig läuft dann so ein Container noch. Im Vergleich, also wenn ich eine Anwendung habe, die wirklich sehr selten angefragt wird, ist das sehr relevant für mich. Und hier habe ich auch wieder Kontrolle über die Ressourcen, kann sagen, was für ein Instanztyp das sein soll vielleicht und durch das Docker-File natürlich viel mehr Kontrolle über die Umgebung und was da drauf ist. Und das Ganze lässt sich auch so ein bisschen visualisieren, vereinfacht, wie ich das in ein paar Minuten da in Google Slides gemacht habe. Und zwar sehen wir von links nach rechts, da steigt der Konfigurationsaufwand ein bisschen, bei Funktionen habe ich fast nichts, bei Applikationen ein bisschen mehr. Ich muss sagen, was für eine Umgebung das ist in so einer Konfigurationsdatei. Ich muss vielleicht sagen, was für ein Instanztyp. Und bei Containern brauche ich noch das Docker-File. Ich muss also definieren, wie die Umgebung aussieht. Skalierungsgeschwindigkeit ist auch entsprechend, umso größer meine Applikation, umso länger braucht sie vielleicht zum Hochfahren. Umso länger dauert die Skalierung. Diese Lambdas oder Serverless-Functions sind da super schnell. Das hängt aber zum viel größeren Teil noch von der benutzten Sprache oder Umgebung ab, wozu wir gleich bei Go noch kommen werden. Also das alles sind Vor- und Nachteile. Wie gesagt, Kontrolle ist bei der Funktion fast gar nicht da, bis auf, ich habe da Code und der wird irgendwie ausgeführt bei auf dem Event. Und umso weiter ich nach rechts gehe, umso mehr Kontrolle habe ich. Ein Unterschied, der den rechten Cluster von dem linken trennt, oder den linken Sache, ist, dass ich bei den Funktionen pro Request und Ausführungszeit innerhalb von so einem Request bezahle. Und bei den Applikationen-Containern bezahle ich bei dem Anbieter, soweit ich das im Kopf habe, eigentlich nur Zeit, die da läuft. Und je nach Instanztyp. Ne? Also es gibt da, wenn die Applikation halt einen dicken Computer braucht, wird bezahlt, wie lange der dicke Computer laufen muss an der Stelle. Das ist ein bisschen vereinfacht, aber das ist so ein Hauptunterschied bei der Verrechnung. So, ich betrachte jetzt die drei größten Cloud-Anbieter. Es gibt noch ganz viele andere. Ich habe mich aber hauptsächlich mit denen beschäftigt und wenn ich ehrlich bin, auch nur mit den oberen beiden. Oben ist Google, das ist bei mir oben, weil ich damit am meisten gemacht habe. In der Mitte ist Amazon und unten ist Microsoft Azure, damit habe ich gar nichts gemacht. Die spiegeln sich bei den Features für so Serverless-Sachen sehr stark. Wenn einer was einführt, kopieren die anderen das direkt. Das ist auch gut, weil wir wollen ja, dass sich das entwickelt. Sorgt dafür, dass man die auch leicht vergleichen kann an der Stelle. Das heißt, für Serverless-Funktionen haben wir bei Google, ich kann jetzt den Slide-Dings, Moment, habe ich die Maus hier? Habe ich nicht? Egal. Links oben sehen wir Cloud Functions von Google. Das ist die Antwort auf Amazon Lambdas, was wir links unten, links in der Mitte sehen, das ist nicht Half-Life. Und unten Azure, ich weiß es nicht, ich glaube Azure Functions oder so. In der Mitte wird es dann interessanter, wo ich mehr mitarbeiten werde.
ist Google App Engine, Amazon Elastic Beanstalk und das Ding von Azure. Tut mir leid, ich habe die Namen von Azure alle vergessen. Die haben so mehrere Modi. Das steht sowohl bei Applikationen als auch bei Container. Das heißt, ich habe da vordefinierte Standardumgebung und flexible Umgebung. Bei den Standardumgebungen kann ich zum Beispiel mein Go-Projekt mit einer vordefinierten Struktur da hochladen und der kompiliert das oder nimmt das Binary, wie auch immer, und führt das dann aus. Wenn ich aber mehr Flexibilität brauche, was die Sprache angeht oder die Umgebung, kann ich dem auch einen Container geben oder ein Image und dann führt er das aus. Erfordert ein bisschen mehr Konfiguration, ist aber bei allen drei Anbietern im gleichen Produkt zusammengefasst. Was ich nicht betrachten werde, ist, man kann mit Containern natürlich noch viel mehr machen. Dann kann man Kubernetes benutzen und das wird dafür dann auch teilweise wegabstrahiert mit den verwendeten Servern. Das ist aber nicht Teil des heutigen Talks. Das hat ganz eigene Komplexitäten, das ist auch ganz cool. Ignorieren wir jetzt erstmal. Google hat als einziges eine interessante Zwischentechnologie, die heißt Cloud Run. Und da kann man wirklich einen Container hin tun und er führt den einfach irgendwie aus, wie App Engine. Oder wenn man mehr Kontrolle braucht, benutzt er einen Google Kubernetes Cluster. Das ist dann noch eine zusätzliche Abstraktionsschicht über die Serverless-Abstraktionsschichten. Wollte ich nur mal reintun, werden wir uns auch nicht viel beschäftigen. Worauf wir hauptsächlich gucken werden, ist das in der Mitte, weil das eine gute Mischung ist aus diesem Serverless-Funktionszeug, wo ich nicht viel wissen muss für Konfiguration und etwas mehr Funktionalität, falls ich sie brauche. Ich will nämlich mal zeigen, wie man so ein ganzes Projekt dann hochdeployed bekommt. Die Vorteile von Serverless, weswegen das überhaupt gemacht wird, sind ganz klar. Und zwar brauche ich, bis auf Kubernetes, lassen wir das mal außen vor, wenig SysOp-Know-how. Das heißt, ich kann mir häufig Arbeitszeit sparen für repetitive Tasks oder Infrastruktureinrichtungen, die vielleicht interessanter oder besser eingesetzt worden wäre in Feature-Entwicklung oder sonstigen Sachen. Ich habe eine sehr, sehr kurze Time-to-Market. Das heißt, wenn ich eine Idee habe oder einen Feature-Request oder ein cooles Startup, dann muss ich nicht erstmal Server mieten, aufsetzen, Sachen installieren, bla bla bla, sondern ich drücke einfach Start und läuft. Und ich muss mir auch nicht Sorgen machen, wenn ich auf einmal 100 Nutzer mehr habe, weil dann habe ich halt zweimal das Ding, was läuft. Also automatische Skalierung ist gar kein Problem und Load Balancer auch nicht. Ist in der Cloud dabei, der guckt, wie viele Anfragen kriege ich. Ich kann dann mit ein paar Klicks definieren, ab so und so viel CPU soll es mehr werden oder ab so und so viel Speicherverbrauch. Und das läuft alles relativ reibungsfrei, ohne dass ich mir viel Gedanken machen muss. Und der große Vorteil, da werde ich später mehr drauf eingehen, ist, dass ich Managed Services habe. Die ganze unsichtbare Infrastruktur bringt mir gar nichts, wenn ich auf einmal einen Datenbankserver selber betreiben muss. Und all diese Cloud-Anbieter bieten natürlich ein Sammelsurium an netten, komplett gemanagten Lösungen für Datenbank, Speicher, was weiß ich alles an. Wenn ich aber Serverless mache, habe ich andere Komplexitäten auf einer anderen Ebene. Ich muss mich fragen, welchen Anbieter nehme ich jetzt? Wie sieht das Pricing aus? Weil das ist überhaupt nicht trivial. Was für Managed Services gibt es? Wird meine Programmiersprache überhaupt supported? In welcher Version? Mache ich Funktionen? Mache ich Applikationen? Mache ich Container? Wie sieht da das Pricing aus? Skaliert das? Wie skaliert das? Wie schnell skaliert das? Wie viel muss ich konfigurieren? Wie viel muss ich wissen? Alles Fragen, die man sich dann stellen muss. Kleiner Sprung, einmal zu Go, dann springen wir wieder zurück zu Serverless und führen das dann zusammen. So, bei Serverless haben wir gesehen, erstmal ein bisschen zu Go, genau. Was ist Go überhaupt? Also Go hat einen großen Vorteil, nämlich das Maskottchen, das ist viel besser als in allen anderen Sprachen. Unten rechts der Gopher, der darf auch nur ein oder zwei Zähne haben, drei Zähne sind vom Style Guide nicht erlaubt. Kleiner Seitenausflug. Das ist eine kompilierte Sprache, jetzt im Vergleich zu Java, was eine Bytecode-Sprache ist, oder JavaScript, Python, was interpretiert ist. Ist das eine kompilierte Sprache wie C oder Rust oder so? Mit dem Unterschied, dass die sehr schnell kompiliert. Ich mache da mal ein ganz kleines Beispiel, wo ich im falschen Ordner leider bin. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob das richtig ist. CD-Froscon. Das ist jetzt von dem anderen Talk, den ich vorhin hatte. Da hatte ich das Beispiel auch. Also Kubernetes vielleicht. Das ist dieses riesige Teil, was alles leichter machen soll und super kompliziert ist.
Testen, alles klar. So. Ich bin jetzt im Kubernetes drin und wir haben jetzt ein paar Millionen Zeilen Code und wollen die kompilieren. So, ich kann das ja dann laufen lassen, während ich erzähle. Ach nee, ist fertig. So, also wir haben jetzt einfach ein paar Millionen Zeilen Code kompiliert und ist gar kein Problem. Und das ermöglicht mir halt, die Vorteile von so einer kompilierten Sprache zu haben, die sehr effizient und schnell ist, mit den Vorteilen von so einer Sprache wie JavaScript oder Python, wo ich einfach mal testen kann. Ich baue das jetzt und gucke es mir an. Das wollte ich einmal kurz als Demo zeigen. Im Gegensatz zu diesen meisten anderen kompilierten Sprachen habe ich aber einen Luxus, nämlich den Garbage Collector. Das kann man zwiegespalten sehen. Wenn ich jetzt Rust-Entwickler bin, hasse ich das vielleicht. Und manchen Use Cases will ich das auch gar nicht haben, Garbage Collector. Ein Garbage Collector guckt einfach, was im Speicher nicht mehr genutzt wird und schmeißt das dann entsprechend weg. Go ist so ein Mischling aus objektorientierten und funktionalen Sprachen. Ich habe First-Class-Functions. Das heißt, ich kann Funktionen rumreichen wie Strings oder sonstige Werte. Das ermöglicht mir viel Dynamik und viel Möglichkeiten, Code simpler zu gestalten. Ich habe ein sehr, sehr simples Fehlerhandling. Das werdet ihr im Live-Coding sehen. Vielleicht wird es euch sehr simpel vorkommen. Werden wir gucken. Und ganz wichtig, ich habe Concurrency. Go hat ein ganz, ganz tolles Concurrency- und Parallelismus-Modell, wo ich Go-Routinen statt Threads habe. Das sind so eine Abstraktion von Threads, die teilen sich Threads auf. Und da habe ich dann, im Vergleich bei Java, habe ich, glaube ich, pro Thread 2-3 Megabyte Arbeitsspeicher, ohne dass ich jetzt etwas gemacht habe. Bei Go sind es 2 Kilobyte. Das heißt, ich kann für die gleichen Speicherkosten 1000 Dinger laufen lassen. Und es gibt da so ein Modell, ein Kommunikationsmodell zwischen diesen Threads und Routinen. Das heißt, das sind Go-Routinen, Channels, einfach Kommunikation ermöglichen die. Das basiert auf, ich glaube, aus den 70ern, aus CSP, das ist so eine Theorie, wie so Dinge miteinander reden können, ist mir egal. Auf jeden Fall ermöglicht es Go einem sehr, sehr einfach und lesbar parallel zu programmieren. Außerdem, was sehr, sehr wichtig, besonders für so Serverless-Kram ist, die Standard-Library bringt sehr, sehr viel mit, was ich benutzen kann, ohne dass ich Abhängigkeiten installieren muss, unnötig. Das vereinfacht besonders so leichte Sachen wie Serverless-Funktionen. Ich habe HTTP, TCP, UDP, WebSockets, alles dabei, SSL, SQL, JSON, XML, Testing ist dabei, Templating wie PHP oder so ist alles schon mit drin und auch super gut nutzbar. Natürlich gibt es ganz viele Libraries, gibt eine große Community. Und der Vorteil bei diesen Libraries, die es gibt, ist aber, dass die sich sehr stark dran halten an den Rest von Go und versuchen nicht, ich weiß nicht, wenn ihr Java-Entwickler seid, das nächste Spring zu sein oder so etwas, sondern die sind kleine Libraries, die sich einfügen in das Restsystem von Go und benutzt werden können mit dem, was schon da ist. Und häufig komme ich mit 1 oder 2 Libraries bei den meisten Sachen, die ich entwickle, aus, anstatt ganz viel importieren zu müssen über JavaScript oder so. So, das zeichnet die Programmiersprache auch als cool aus, aber heißt jetzt nicht unbedingt für Serverless das Beste. Für Serverless ist es gut, weil es gibt SDKs für Google, Amazon und Azure, beziehungsweise von Google, Amazon und Azure. Also Golang kommt von Google, deswegen ist natürlich ein großer Support da. Es ist auch, es wird auch sehr gut gepflegt, wie gesagt, von Google intern. Hat eine große Community mittlerweile, ist jetzt mittlerweile auch 10 Jahre alt. Also ist nicht so, als wäre die jetzt 2 Jahre alt, die Sprache. Wir kamen auf dem wenigen Speicherverbrauch ein bisschen mit den Threads. Speicher gleich Geld bei Serverless. Weniger Speicher gleich weniger Geld. Das heißt, es ist für mich wichtig, möglichst wenig Speicher zu verbrauchen. Und es ist für mich wichtig, CPUs möglichst viel auszunutzen. Bei Serverless-Funktionen sagt man, mach nur einen Thread und so. Aber bei diesen Applikationen ist es so, dass es mir durchaus sehr, sehr viel bringt, wenn ich, während die Applikation auf etwas wartet, parallel noch was anderes machen kann. Das kann bedeuten, dass ich nur die Hälfte Ausführungszeit brauche und das kostet dann auch nur die Hälfte Geld an der Stelle. Vereinfacht. Und trotz all diesen Sachen gibt es einen schnellen Ramp-up für neue Entwickler. Das heißt, ich muss eigentlich nicht so Sorgen haben, ich habe jetzt irgendeine fancy neue Sprache in Serverless benutzt und niemand versteht das, sondern wenn einer mal C gemacht hat oder Java oder so, versteht er zu 70% schon, was da steht und die Struktur ist auch nicht besonders. Deswegen gibt es einen schnellen Ramp-up und die Syntax besteht irgendwie aus 30 Wörtern oder so, das war's. Deswegen ist da nicht viel zu lernen sonst. Und die Entwicklungszeit ist auch ganz gut. Das heißt, es ist ein guter Kompromiss zwischen dieser Simplizität und ein paar Features, die mir ermöglichen, schnell zu entwickeln. Genau, so, gehen wir weiter. Ein paar Belege für das, was ich sage. Was ganz wichtig ist bei Serverless, ist der Cold Start. Cold Start bedeutet, wenn meine Applikation gerade runtergefahren ist, nicht benutzt wird
und dann eine Anfrage reinkommt, wie lange dauert das, bis meine Antwort zurückkommt das erste Mal? Wenn meine Applikation nicht 100.000 Mal pro Minute benutzt wird, sondern es zwischendurch mal ein, zwei Minuten Pause gibt, wie das im Internet bei Seiten ganz normal der Fall ist, ist das super wichtig, weil sonst hat immer wieder ein Nutzer einen super langen, dauert es immer super lange, bis der Nutzer aus, ich habe die Maus gar nicht angeschlossen, bis dem Nutzer die Seite ausgeliefert wird. Bis jetzt macht das ohne Maus. Ja. So, und wenn wir mal gucken, hier, also wenn wir mal vergleichen, diese bei den Serverless-Funktionen, die Cold Starts, können wir mal gucken, da ist, bewegt sich Go zwischen Python und JavaScript, und das sind Interpretersprachen. Also die können einfach so direkt ausführen. Das ist sogar schneller als JavaScript bei dem Cold Start. Und da muss gar nicht groß was hochgefahren werden in den Umgebungen. Und wenn wir es vergleichen mit zum Beispiel .NET oder Java, also Go ist grün, dann sehen wir, das braucht die Hälfte von Java ungefähr. Da spare ich mir auch Kosten natürlich ein bisschen, aber vor allem Nutzer, die keinen Bock mehr haben, weil es lange dauert. Das nächste ist, wie gesagt, der Speicherverbrauch. Ich gehe nur einmal kurz. Von Debian gibt es eine ganz coole Seite, Benchmarks Game. Die vergleichen ganz viele Sprachen und dann kann man mal gucken, wie das so aussieht. Und wenn wir die typischen Algorithmen gucken, sehen wir, Go ist im Vergleich zu Java häufig schneller und braucht weniger Speicher hier, 1 MB/35 oder so. Aber nicht bei allem. Also ich will gar nicht Java jetzt bashen oder so. Java ist bei manchen Sachen immer noch total überlegen, weil es so reif ist. Und Achtung, Achtung, regulierte Ausdrücke in Go ist eine Katastrophe, weil das die einzige Sprache ist, die das nicht in C implementiert hat, sondern in sich selbst. Und deswegen arbeiten die dran. Aber das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Das Gleiche, auf der Folie sieht man noch den Vergleich zu Python zum Beispiel. Da wird das Ganze noch ein bisschen extremer. Ne? 5 Sekunden, 5 Minuten. So, bis auf regulierte Ausdrücke, wie gesagt, wo ist es? Da ist Go immer noch, mittlerweile sogar besser als Python. Oder auch nicht. Egal. Aber ansonsten ist Go halt, wenn ihr nicht unbedingt ausschließlich mit regulären Ausdrücken Serverless-Funktionen macht, eine sehr gute Wahl. Und spart euch viel Zeit. Jetzt habe ich den Präsenter verloren. Da. Spart euch viel Zeit. So, zurück zu Serverless wieder. Wir haben jetzt gesehen, Go ist eine ganz nette Sprache, lohnt sich vielleicht für Serverless. Serverless sind ein Haufen Server, die irgendwas ausführen für mich. Aber was ist Vendor-Lock-In? Also irgendwie wollen ja die Hersteller noch mehr Geld verdienen als die paar Ausführungen. Sogar Serverless-Funktionen ausführen, ich glaube, die kann man 1 Million Mal ausführen, ohne dass was kostet. Die schenken einem ja nichts. Der Vendor-Lock-In oder die Anbieterbindung passiert weniger durch diese Serverless-Funktion, sondern mehr um die umliegenden Angebote von den Anbietern. Das heißt, diese ganzen Vorteile, die ich habe, hat ja gesagt, gibt es nur, wenn man Datenbanken, Filesystemspeicher und so auch nicht selber managen muss. Und netterweise hat da natürlich jeder Anbieter ein Angebot, was ich nutzen kann, wenn ich bei ihm Serverless benutze. Und leider sind all diese APIs komplett inkompatibel zueinander. Das heißt, die sind komplett inkompatibel zueinander. Das gibt ein paar Probleme, kommen wir gleich zu. Wenn wir so schauen, was Google alles hat, Google hat Links für Speicher, alles Mögliche an Datenbanken, NoSQL, SQL, verschiedene Ausführungen, Filesystemspeicher verteilt weltweit, bla bla bla. Hat Logging, hat für Big Data, IoT, Maschinenlernen, alles Mögliche an Angeboten für mich, ganz toll. Will ich dann auch unbedingt nutzen. Und dafür habe ich auch eine Library in Go, die ich benutzen kann, super gepflegt, ganz toll, alles super. Amazon noch schlimmer. Amazon hat für alles, Amazon hat sogar für, also wenn wir mal gucken, hier Blockchain, Satelliten. Ich kann Satellitendaten managed auswerten, geil. Super coole Sachen, also ich will das gar nicht schmälern, das ist alles super cool, birgt aber ein paar Probleme. Übrigens natürlich für Amazon natürlich auch ein ganz tolles SDK für Go, auch von Amazon selber gepflegt. Aber das gibt ein paar Probleme. Warum ist Vendor-Lock-In ein Problem? Je nach meinem Use Case kann das verschieden starkes Problem sein. Wenn ich einfach zu Hause ein bisschen rumhacke, ist egal. Dann muss ich auch mir keine Gedanken dazu machen. Wenn ich zum Beispiel im medizinischen Umfeld irgendwas in der Cloud machen will und dann gibt es ein Erdbeben beim Google-Rechenzentrum, will ich eigentlich echt gerne beim Amazon-Rechenzentrum auch noch gewesen sein. Und auf einmal muss ich doppelt implementieren. Wenn ich migrieren will, weil sich Pricing geändert hat bei einem Anbieter oder der Datenschutz irgendwie geändert hat, zum Beispiel DSGVO oder so etwas, und der eine Anbieter hat kein Rechenzentrum in Deutschland oder was auch immer, oder es gibt neue Features oder sonst was, dann will ich migrieren
Und auf einmal muss ich ganz viel Mehraufwand in Neuimplementierung stecken. Und da könnte es eine Kundenentscheidung sein. Ich habe ein neues Projekt mit bestehender Software, die ich gerne umziehen will. Ein Anbieter geht offline, wie bei uns bei Rackspace aus England, und dann ist alles weg. Günstige Konditionen will ich vielleicht nutzen, weil im ersten Jahr ist alles kostenlos und vielleicht will ich rumspringen zwischen den Anbietern. Lizenzen ändern sich, weiß man alles nicht. Ein bisschen Flexibilität wäre nicht schlecht. Und dann kommen wir jetzt zum Go Cloud Development Kit. Hier, GitHub, ist auch von Google. Interessanterweise bietet Google eine Möglichkeit an, um andere Cloud-Anbieter zu benutzen, weil es in deren Interesse ist, dass die Leute natürlich mehr Cloud nutzen. Und deswegen pflegen die das auch extrem weiterhin. Da habe ich so ein paar Sachen vereint. Ich habe eine Abstraktion, weil bei vielen Anbietern funktionieren viele Dinge im Kern gleich. Das heißt, ob ich irgendwo eine SQL-Datenbank aufrufe, das Postgres hinten, dahinter, ist das Gleiche. Ob ich eine Datei schreibe in so ein Bucket von S3 oder Google Storage, ist auch das Gleiche. Oder Logging ist auch häufig das Gleiche. Das ist aber pragmatisch. Manchmal gibt es Sachen, die sind nicht gleich. Wenn ich Satellitendaten auswerten will, hat das nur Amazon. Dann kann ich jederzeit rausspringen in meinem Code und die anwenderspezifische Implementierung nutzen. Google Cloud Development Kit gibt mir die Möglichkeit, aber auch Hybrid-Cloud zu machen. Das heißt, all das, was ich gesagt habe mit dieser Abstraktion, gilt auch für On-Premise-Lösungen. Ich kann also zwischen zum Beispiel Google PubSub und Kafka und RabbitMQ und NUTS einfach hin und her springen, gleich Implementierung nutzen. Kein Problem. Oder auch In-Memory. Wenn ich zum Beispiel Tests machen will, ist es mir möglich, all diese Sachen, die bei Serverless super schwer zu testen sind, kann ich mir einfach In-Memory-Abstraktionen hochziehen und dann einfach lokal ausführen und testen. Die Features, die dafür bisher gibt, sind eben die Unterstützung von den drei großen Cloud-Plattformen, und momentan gibt es 5 APIs für die Buckets, also Datenspeicher von allen Cloud-Anbietern als Datei oder in Memory zum Testen. PubSub, das heißt so Event, Streaming, Nachrichten drumreichen, Zeug von allen Cloud-Anbietern, In-Memory, Kafka, RabbitMQ, NUTS, sind alles so tolle Technologien. Dann noch für dynamische Konfiguration während der Laufzeit, Verbindungshandling von Postgres MySQL und noch so die Diagnostiklösung. Das wird in der Zukunft vielleicht ausgebaut, aber Sachen, es gibt ja auch nicht unendlich Gleichheiten zwischen den Anbietern. Manche Anbieter hatten eine Sache, die der andere nicht hat. So, die Konzepte, die dahinter stehen, ist, das sind 3 Seiten, dann gehen wir zum Live-Coding. Das eine Konzept ist, dass die Anbieter versuchen, möglichst konkrete Implementierungen immer rauszugeben. Das heißt, wir sehen den Blob.Bucket. Das ist kein Interface, sondern das ist wirklich ein konkretes Etwas, was Code hat. Und das selber nutzt dann ein Interface für die anderen Anbieter. Sodass zum Beispiel, wenn einer einen neuen Cloud-Anbieter programmieren will, er nicht alles für den coden muss, sondern es gibt auch viel Code, der auf der Abstraktion selber arbeitet. Und das kriege ich als Endnutzer der Library zurück und kann damit arbeiten. Erleichtert aber das Leben der, der Leute, die das weiterentwickeln, das Go Cloud Development Kit. Ein wichtiges Konzept sind die URLs. Meistens macht er die Unterscheidung anhand von Konvention, nicht Konfiguration. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht, bitte benutze jetzt Amazon, bitte benutze jetzt Google im Code, sondern da ist einfach eine URL und die startet dann mit S3-Doppelpunkt, GS-Doppelpunkt, AZ-Blob-Doppelpunkt oder File. Und dann weiß der automatisch, okay, jetzt geht es zu Amazon. Und für mich ist das aber egal. Das war eine Konfiguration, die ich von außen per Environment-Variable reingekriegt habe oder so. Das Einzige ist, dass ich das am Anfang wissen muss, wenn ich meine Imports mache, weil der so per Dependency Injection, ups, und weg. Hallo? Geht nicht, ne? Ja, jetzt geht's wieder, cool. Weil ich so per Dependency Injection die Funktionalitäten reinbekomme. Und wie gesagt, falls ich es brauche, kann ich auch zu einem spezifischen Anwendertyp wechseln. Falls Amazon ein Feature im Speicher hat, was die anderen nicht haben, was ich jetzt brauche, dann kann ich mir das kurz rausholen und damit arbeiten. Dann kann ich das Generelle, das R, in eine spezifische Implementierung, das RR, verwandeln. Werden wir heute nicht sehen, weil ich will ja zeigen, wie cool das ist, alles mit einem zu machen. So, jetzt fangen wir mit Live-Coding an und Deployment. Das Ziel ist es, einen Image-Upload-Service zu machen. Das heißt, ich habe so ein Ding, da kann ich Bilder oder Memes oder so hochladen, mir die angucken als Liste, Galerie
Und das soll bitte vor allem auf Google und Amazon mit dem genau gleichen Code laufen, ohne Anpassung. Höchstens mit einer Environment-Variable, die reingegeben wird. Dafür werde ich App Engine von Google und Elastic Beanstalk von Amazon benutzen, weil ich für Azure keine Zeit hatte. Wir benutzen Google Storage und Amazon S3 jeweils, um die Bilder zu speichern. Wir wollen einen Health-Check, um zu sehen, dass der Service gesund ist. Wir wollen Logging haben, um zu sehen, was für Requests reinkommen. Und natürlich wollen wir, dass wir ein Bild hochladen können. Eine Sache habe ich mir gespart, das Frontend habe ich vorher vorbereitet, weil das ist jetzt hierfür nicht relevant. Und das habe ich, sieht auch scheiße aus. Genau. So, ich hoffe, das Internet geht. Drückt mir die Daumen. Und dann gehen wir mal ins Live-Coding. Ich tue das mal hier beiseite. So, genau. Ein bisschen was habe ich vorbereitet, damit wir nicht zu viel Zeit verwenden darauf. Und zwar ist das hier erstmal Go. Was ich hier habe, oben sind so Imports. Wir sehen, Go ist ein bisschen Nazi. Das meckert, wenn ich Sachen nicht benutze, weil ich habe hier Code rausgelöscht, den ich jetzt gleich ergänzen werde. Der kompiliert dann auch nicht. Das hier ist ein Template, das dient dafür, um das HTML auszufüllen. Und tatsächlich habe ich das in einer anderen Datei irgendwo liegen. Da beschäftigen wir uns nicht weiter mit, das ist wie PHP, wird einfach so ausgefüllt mit Daten, so ein HTML. Ich lese Environment-Variablen, das werde ich hier jetzt nicht durchprogrammieren, das ist einfach OS-get-env. So. Was wir zuerst machen wollen, ist, dass wir ein Bucket bei einem Anbieter öffnen. Dafür haben wir ganz einfache Methoden, blob, open, bucket. Kontext ist so ein Ding von Go, damit kann er mitbekommen, wenn das Programm runterfährt, und dann kann er alles gleichzeitig runterfahren. Und dafür kann ich so einen Standardkontext benutzen. Das müsst ihr jetzt, könnt ihr ignorieren. Das gehört einfach zu. Und ich muss dem einen Pfad mitgeben, unter dem er den Bucket öffnen kann. Das ist dieses URL-Dings, was ich gerade gesehen habe. Das kriegen wir hier als Konfiguration raus. Und damit habe ich jetzt schon tatsächlich ein Bucket von Amazon, Google, Speicher fertig. Damit kann ich jetzt schon arbeiten. Fehlerhandling, Go. Wer Java macht, wird vielleicht schockiert sein. Andere Leute von C oder so vielleicht nicht. Wir gucken einfach, ob es einen Fehler gab und machen dann was. So. Wir stürzen ab, falls das nicht geht. Ganz einfach. Dann, wir haben so einen Webserver, das habe ich jetzt auch nicht. Wir haben so Routing und das Slash. Gibt es einen Händler, so ein Ding, das listet mir die Images. Unter Slash irgendeinen Name kriege ich eine Datei zurück und unter Slash mit einem Post kriege ich kann ich einen Upload mehr kriegen. Aber das alles bringt uns nichts, wenn wir nicht einen Server haben, den starten wir jetzt zuerst. Ein Server ist ganz einfach gestartet, ein ganzer HTTP-Server mit einem Server.new und da muss ich dann einen Händler übergeben, das ist ein Ding, das nimmt Anfragen an, in dem Fall hier dieser Router von mir und kann dann Optionen übergeben. Diese Optionen sind von Google Cloud Kit und ermöglichen mir ganz einfach zum Beispiel Logging zu haben. Ich kann ihm sagen, Request Logger, ich will bitte den New NCSA Logger, das ist so ein Ding von Google Cloud Development Kit, dem ich sagen kann, wohin soll geloggt werden, ist die out, und falls ein Fehler kommt, was soll ich machen, das ist egal, mache ich gar nichts und fertig. Das ist mein Server, HTTP-Server, der hat Logging, der hat einen Health-Check, alles, das war's schon. Kann ich gerade nicht ausführen, kann ich ausführen. Kompiliert nämlich, weil ich die Methoden unten leer habe. Führen wir das einmal aus und gucken wir mal, ob wir schon mal einen Health-Check haben. Exit Fullscreen, Run, wie viel Zeit habe ich? Oh, alles klar. Run so. Ach so, ja, ich habe doch. Ja. Genau, wie gesagt, der erlaubt mir nicht, Sachen zu... wenn ich irgendwo schreibe Return, dann erwartet er, dass ich das auch mache, verdammt, sonst kompiliert er nicht. So, jetzt kompiliert er und wenn wir einmal ein, keine Ahnung, curl localhost 8080 slash z slash readiness machen, kriege ich ein OK zurück und theoretisch hätte ich jetzt Login gegeben. Ich glaube, das liegt an der Idee, dass man es nicht sieht. Und ich sehe, ich habe hier schon automatischen Health-Check drin, musste gar nichts machen, keine Zeilen Code verschwenden, damit der Cloud-Anbieter merkt, dass mein Programm funktioniert. So, gehen wir mal weiter und machen das interessante Zeug. So, was wir jetzt hier haben, ist, dass wir
ein Ding haben, das gibt uns eine Liste von Bildern zurück, ein Ding haben, was uns eine einzelne Datei zurückgibt, nämlich dann das Bild, die Datei als Anfrage und eins, was Uploads annimmt. Die implementieren wir einmal durch und zwar und nutzen dafür die Abstraktion von Google Cloud Development Kit, die dann auch hoffentlich auf Google und Amazon funktionieren wird beim Live-Deployment. Wo sind wir? Genau. Also erstmal machen wir das Auflisten von Bildern. Das ist relativ einfach. Was ich habe, ist eine Funktion, die so ein Bucket entgegennimmt, so ein von Google Cloud, und die am Ende so einen Händler zurückgibt. Händler ist eben ein Ding, das gibt, nimmt eine Response, also schreibt eine Response und nimmt einen Request entgegen. Hier sehen wir wieder, ich kann einfach eine Funktion zurückgeben bei Go. Und anstatt, dass ich jetzt noch eine Struct oder eine Klasse sozusagen generieren muss, die eine Methode hat, kann ich auch einfach eine Zeile machen. Das spart mir ein bisschen Arbeit. So, fangen wir mal an. Also, was will ich? Ich will erstmal eine Liste von den Sachen in meinem Bucket. Okay. Fertig. Ich habe eine Liste von Sachen in meinem Bucket. Und ich will da jetzt eine Liste von Strings mit den Namen der Bilder einfach. Oder damit die später referenzieren kann in meinem HTML, damit der Browser das auch checkt. Dafür generiere ich so ein Array, heißt Slice and Go, ist dynamisch groß. Und iteriere einfach über diese gesamte Liste von den Sachen in meinem Bucket, indem ich immer sage, gib mir das nächste und das macht er so lange, bis es keins mehr gibt. Da gibt er mir irgendwann ein Datei ist zu Ende Fehler und wenn das der Fall ist, dann gehe ich aus meiner Schleife raus. Ansonsten ist irgendwas Böses passiert und dann will ich lieber wieder crashen, weil man weiß ja nicht, was dann schiefgehen könnte. Ne? Außerdem haben wir keine Zeit für kompliziertere Sachen. So, und wenn das jetzt geklappt hat, dann habe ich hier ein Item, das ist eine Zeile in meinem Dateisystem, bei Google, bei Amazon, bei sonst was. Und das füge ich dann zu meiner Liste hinzu, die ich da oben habe, Images. Und da kann ich einfach hinzufügen, bitte an Images hinzufügen und dann noch das eine Item. Item. Und zwar, wir wollen nur den Namen haben. Zack. Der bietet dann so ein paar Felder an, in diesem Item, falls man noch mehr Infos haben will, Berechtigung, was weiß ich. Aber wir bleiben einfach simpel heute. Ja, der Doppelpunkt vor dem Gleich, das ist bei Go so eine, ist an der Stelle egal, aber für Leute, die es nicht wissen, Doppelpunkt vor dem Gleich, der initialisiert dann die Variablen direkt gleichzeitig. Spart uns Go ein paar Schritte, aber will ich jetzt nicht so näher drauf eingehen. So, und dann haben wir alle unsere Bilder und füllen unser HTML. Das ist auch von bei Go dabei. Und wir müssen da tatsächlich keine Library für einbinden. Da können wir sogar anonyme Struct definieren, sowas wie eine anonyme Klasse, falls es einer aus Java kennt. Und das kann der dann intern benutzen in diesem Template, um mit Punkt irgendwas im HTML drauf zuzugreifen. Das ist wie Handlebars, falls es einer aus JavaScript kennt oder so. Will ich nicht näher darauf eingehen. Uns geht es um die Cloud-Funktionalitäten. So, und wenn irgendwas weiter schiefgelaufen ist, dann können wir sogar diesmal dem Nutzer Bescheid sagen, dass was schiefgelaufen ist. Wir können nämlich ganz einfach sagen, hier, Status-Code, da ging was schief, Status, Internal Server Error, ja, zack. Und dann schreiben wir dem vielleicht die Fehlernachricht noch rein. Easy. So. Warte, wie viel Zeit habe ich noch? Okay, das sollte klappen. Byte und Error. So. Error. Alles klar. So. Das heißt, das war das eine. So würde ich das einfach runterprogrammieren. Ich werde jetzt einfach, der Einfachheit halber, werde ich die anderen Sachen jetzt hier einmal einfügen und kurz erklären, damit wir Zeit haben, das Live-Deployment auf Google Cloud und Amazon zu sehen. Das ist nämlich spannend. So, gehen wir mal hier hin. Git Checkout. Main.go. So. Entsprechend, ihr könnt unter meinem GitHub all diesen Code sehen und euch da mal angucken. Wenn wir weiter gucken, wir haben hier diese Liste. Okay, wir haben einen Händler, um Dateien zu holen. Da kann man sich
einen Laser sozusagen holen aus dem Bucket, indem man nach einem Namen guckt, den habe ich aus dem URL-Pfad, da steht dann /dino.png und das kann ich dann aus dem Dateisystem, kann ich dann lesen, wie normal aus dem Dateisystem auch. Falls ich es gefunden habe, habe ich es gefunden, falls ich es nicht gefunden habe, kann ich Bescheid sagen. Falls irgendwas schief lief, kann ich Bescheid sagen. Ansonsten kopiere ich das einfach an die Antwort. Und am Ende kann ich noch Uploads entgegennehmen, sogar mit ein bisschen Sicherheitsfeatures, dass ich prüfe, wie groß die sind. Und dem dann sage, nee, das geht so nicht, wenn du 20 GB hier hochlädst, weil sonst bin ich pleite und mein Account bei Google ist ein... Dann habe ich Probleme mit Schulden wahrscheinlich. Und genau, das heißt, ich habe jetzt hier 5 Methoden genutzt, um ein Holen, ein Uploaden, dann Listen zu implementieren. Bucket New Reader, das sind 3 Sachen, die ich da einfach nutzen musste. Bucket New Writer und Bucket List. Mehr habe ich nicht gebraucht. Und wenn wir das jetzt einmal ausführen, können wir einmal sagen, okay, ich habe hier die Möglichkeit, in Memory das einmal zu testen. Serverless. Dann macht er ein Serverless. So. Und wenn der das jetzt sieht, versteht er, okay, jetzt mache ich jetzt in Memory diesen Bucket und damit kannst du mal testen gehen. Go run, alles klar, hat gebaut, läuft. Wir gehen jetzt mal in, werden wir gleich sehen, ob das Internet mitspielt. Wir können jetzt hier einmal auf localhost gehen. Cool, da kommt was zurück. Und das ist jetzt in Memory. Wir können eine Datei auswählen. Wir nehmen mal, keine Ahnung, irgendein Meme. So, Upload. Ha, fertig. Okay, nächstes Meme. Fertig. Okay, cool. Lokaler Test fertig. Serverless lokal getestet. Wunderbar. Yay. Haha, alles klar. Cool. Alles klar, super. Jetzt hoffen wir, dass es klappt. Was haben wir noch hier drin? Für Amazon und Google gibt es natürlich kleine Unterschiede, wie die deployed werden. Wenn wir einmal gucken, bei Google gibt es diese App-YAML. Da steht drin, was für eine Umgebung wir brauchen und vielleicht eine Environment-Variable. In dem Fall, dass der gegen einen Google-Storage-Bucket gehen soll, der Frostcon Serverless heißt. Und jetzt machen wir das. Was? Sehr schön. Warum geht das jetzt nicht mehr? Oh nein. Aber wir können das hier einfach kurz machen. In der Zeit mache ich Amazon bereit. Und wir können das einmal mit Amazon testen. Amazon. Ups. CD, Frostcon, Serverless. Ja, mache ich größer. Ich bin aber gerade in der falschen Links. Live-Coding. Frostcon, Serverless. So. Punkt, 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 Punkt. Bei Amazon haben wir ein anderes Konzept. Da gibt es einen Build-File und einen Proc-File. Ein Build-File beschreibt, wie mit meinem Programm gebaut. Cut, Build-File. File. Da steht dann einfach drin Build-SH. Ich habe da ein Shell-Skript, das macht auch nichts Wildes. Das macht einfach, hol mir die Abhängigkeiten und installiere mir bitte das Programm. Der baut dann ein Binary draus. Fertig. Und bei Amazon habe ich ein Proc-File, das sagt, wie wird es ausgeführt. Das heißt, in einem ZIP, was ich hochlade, wird in einem Ordner ein Binary sein, das führt er aus. Und das sollte theoretisch reichen. Das heißt, ich muss mir hier einen ZIP bauen aus diesen Sachen und das bei Amazon hochladen. Das heißt... Nochmal was? Ich habe die Rechte natürlich in der Oberfläche, die Policies als JSON konfiguriert an der Laufzeitumgebung. Weil das wäre jetzt zu kompliziert gewesen, das Rechte-Management von Amazon noch nebenbei zu erklären, finde ich. Genau. So, wenn wir jetzt einen ZIP bauen, der ZIP-Befehl von Hand, oh Gott. Ich glaube, es ist so. Schauen wir mal. Frostcon.zip. Nee, das war falsch. Scheiße. Zuerst was? Zuerst, dankeschön. Genau. Con.punkt. Ja, ja. Glück gehabt. Cool, dankeschön. Live-Coding immer. In der Zeit können wir gucken, ob das bei
Google geklappt hat. Okay. Ja, geil. Wir sehen Talent Academy Account. Alles klar, da wird es erreichbar sein. Wir drücken Ja. Er uploadet. File Upload done. Er updatet den Service. Das dauert ein bisschen. In der Zeit gehe ich zu Amazon rüber. Ich habe da mal was vorbereitet. Bei Amazon ist es so, dass wir, also ich wollte einmal zeigen, wie das mit Terminal geht und einmal, wie es mit Oberfläche geht. Bei Amazon kann ich das einfach in der Oberfläche machen. Bei Google ist das nicht so einfach mit Oberfläche möglich. Ich habe mir hier eine Anwendung definiert. Die läuft tatsächlich schon. Ich habe natürlich einen Backup-Plan. Und hier kann ich einfach so ein ZIP hochladen. Gehen wir mal dahin. GitHub, Frostcon Serverless Go, Frostcon ZIP. Da hat er hier eine Versionierung, die so Halbsinn macht. So, 1.0.1, bereitstellen. Dann lädt er die hoch. Alles klar. Wird bereitgestellt. Jetzt startet er das durch. Mit genau dem gleichen Code, wie gesagt. Wir haben nichts am Code geändert. Und hoffentlich wird das hier gleich grün. Nein. Egal, aber bei Google vielleicht. Schauen wir mal. Mist, Live-Coding. Man kann hier natürlich das analysieren. So. Ach Mann. Warum denn nicht? Falsche Version? Nein. Versuchen wir es mal mit einem anderen Versionsnamen. Ich habe mit diesem Upload noch nicht so viel Erfahrung. Aber bei Google sieht das gar nicht so schlecht aus. So. Nee. Leider kriege ich es gerade mit dieser Versionierung nicht hin. Trotzdem, müsst ihr mir glauben, habe ich das natürlich mit dem Code schon geuploadet. Mit genau dem gleichen Code. Und hier sehen wir, benutzt der das Beanstalk, Elastic Beanstalk von Amazon, um das zu hochzufahren. Hinten dran benutzt er, wie gesagt, ein S3-Bucket. Und hier kann ich weiterhin Bilder nehmen, Dokumente, nee, wo habe ich das? Downloads, Frostcon, oh Gott, Con, mein Gott. Ach so, nee, ich habe das persönlich. Frostcon, so. Genau. Kann ich irgendein neues Bild machen? Zack, Upload. So, das ist jetzt in Amerika, deswegen langsamer. Und yes, es funktioniert. Wir gucken jetzt, ob Google diesmal Faxen gemacht hat. Nein, Google funktioniert sogar richtig diesmal. Wir rufen es auf und es ist da. Ich habe natürlich schon mal Bilder hochgeladen gehabt. Wir testen den Upload. Und es funktioniert. Das neue Bild ist da. Großartig. Das heißt, wir können, habe ich noch was in der Präsentation eigentlich? Ich glaube nicht. Wir können ganz einfach, wenn wir die Versionierung bei Amazon nicht verkacken, können wir ganz einfach mit dem gleichen Code, besonders wenn wir kleinere Apps haben oder Proof of Concepts, können wir agnostisch vom Anbieter einfach entwickeln. Ja, das sagt man im Deutschen nicht, ne? Unabhängig vom Anbieter entwickeln. Das heißt, wenn ihr, wie viel? Ah, 15 Minuten, okay. Ah, gut. Das heißt, wenn ihr eine neue Cloud-App entwickelt und überlegt, Duo zu benutzen, versucht es mal mit dieser Library, weil euch dann die Möglichkeit bleibt, nach dem Proof of Concept oder sonst was, einfach den Anbieter zu wechseln, wenn das Pricing nicht stimmt oder mehrere gleichzeitig laufen zu lassen. Dankeschön, ich glaube, das war's. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr auf mich zukommen oder jetzt fragen, gar kein Problem. Genau, danke. Ja, danke, Dino. Also ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, ihr anderen auch und ein paar scheinen ja auch schon was gewusst zu haben. Genau, wie sieht es mit Fragen aus? Ich habe zwei Fragen. Erstens, dieser cloud-spezifische Austausch von Unterbau, wo findet dann statt? Direkt beim Kompilieren oder ist das schon alles drin? Und dann in der Laufzeit wird das dann quasi in der Umgebung anderes geschwenkt. Das ist beim Kompilieren alles schon. Ist schon beim Kompilieren. Genau, genau. Der hat
Ich gehe nochmal ganz kurz in den Code zurück. Wir haben hier leere Imports gemacht. Dadurch hat er von den Anbietern den Code schon da und registriert sich unter zum Beispiel S3:// ist dieser Code. Und das heißt, ich muss schon am Anfang wissen, welche Anbieter ich vielleicht unterstützen will. Es ist aber nur eine Zeile oben als Import. Alles andere passiert dann zur Laufzeit. Aber zusätzlich zur Compile-Zeit ist das dann alles schon möglich und ich muss es nicht nochmal neu bauen oder so. Und zweite Frage ist, dass eigentlich wir wissen, dass halt jeden Cloud-Anbieter sehr spezifische Managed Services hat, die auch für Serverless da sind, zum Beispiel Queuing und die ganzen Analyse-Tools, die dann halt benutzt werden. Ne? Inwieweit ist das dann halt anwendbar? Also ist das vorgesehen, in diesem SDK dann halt die zu unterstützen? Ne? Also kommt drauf an, was du hast. Zum Beispiel für Queuing, du meinst jetzt sowas wie SDS oder so etwas. Genau, ne? So Messaging, genau. SDS und so da weiter. Ist das zum Beispiel wegabstrahiert mit diesem PubSub-Paket. Aber GoCloud bietet nur Library oder nur Pakete an für Sachen, die gleichzusetzen sind. Das heißt, du kannst Queuing machen mit Kafka oder mit SDS, aber Satellitenstationen, ich nehme das Beispiel, weil es so absurd ist, kann nur Amazon. Und da versuchen die jetzt auch nicht irgendwelche abstrusen Gleichungen aufzuziehen. Das heißt, für das Minimalset wie SQL oder so bieten die Abstraktion, aber wenn du zum Beispiel bei Google Cloud Spanner hast, das ist keine normale SQL-Datenbank, tun die nicht so, als wäre es eine. Das heißt, das versucht nur die generellen Sachen, die gleich sind, auch gleich da abzubilden. Danke. Ja, gibt es weitere Fragen? Ja, gut. Ich sehe gerade keine. Dann Dankeschön und kommt beim Trennstand vorbei. So.